Kopfkino bei Hör mal zu. Danke für dein Like. Hallo, Sie! Schmusebacke, würden Sie Ihren Kachelofen freundlichst beiseite stellen? Man möchte passieren. Einer der größten Synchronregisseure und Synchronsprecher für spezielle Rollen ist verstorben, Rainer Brandt. Ja, er hat quasi die Schnottrigkeit, die Comedy-Synchronisation erfunden und hat so vielen langweiligen Italo-Western und Komödien den richtigen Pfiff, die richtige Würze gegeben. Euer Feingeboren, das ist mir allerdings neu. Ihnen scheint vieles neu zu sein. Die Synchronisation bei der Berliner Union Film machte aus dem teuren, aber doch sehr betulichen Fernsehkrimi einen echten Straßenfeger. 65% aller deutschen Fernsehgeräte waren zugeschaltet, wenn Brandt und Blumhagen ihre prominenten Kollegen Dinge sagen ließen, die so nicht im Drehbuch standen. Naja, ich sage immer, Hauptsache die Vorderzähne halten sie aus. Hier sehen wir ihn zusammen mit seinem Freund und Kollegen Lothar Blumhagen. Die Moderatorin ist etwas, ja, langatmig, langweilig. Ich hätte ganz, ganz andere Fragen gestellt. Und sind abend gesagt, wir lassen den niesen. Und jetzt war die ganze Szene, der geht vorne, das Telefon klingelt, der geht ran. Niest sechsmal, legt wieder auf und das war's. Und dann haben wir das umgesetzt. Ins Atelier gegangen und da kam ja dann nur ein Spruch der andere und dann, da könnte man doch eventuell noch. Und dann haben wir es gesagt und dann wurde daraus, musste die Fortsetzung gemacht werden, die musste auch komisch sein. Und so entstand natürlich aber auch im Atelier. Aber wie ist es gelaufen? Haben Sie übersetzt richtig, dass Sie irgendeinen Satz gelesen haben und haben gesagt, okay, warte mal, der klingt aber super langweilig jetzt. Sage ich Ihnen pfiffiger oder haben Sie richtig dann gedacht, nee, was, raus, will ich gar nicht, was ganz anderes? Also ich sag mal so, im Original sagt er, das machst du nicht mit mir normal. Und bei mir, Ton weg, habe ich drauf immer diese scheiß Fliege, wenn ich die nicht abkriege, was völlig anderes, was auf die Bewegung geht. Und das war das Komische. Aber passt es dann noch zu der Geschichte? Naja, nur selbstverständlich hat man hingebogen, es geht ja. Wenn alles klappen sollte, müsste ich auch jetzt einen Gast in der Leitung haben, der Rainer Brandt und seine Synchronisation liebt. Vorhang auf. Hab sofort an den René gedacht, denn er ist ja auch ein wahnsinniger Fan von Bud Spencer und Terence Hill. Und von Spaghetti-Western, die eben auch eine Spaß-Synchro haben. Und Rainer Brandt hat ja nicht nur Jean-Paul Belmondo synchronisiert, sondern der war ja auch ein Multitalent und einer der wenigen Ausnahme-Synchronregisseure und sogar Hörspielsprecher. Und ihr werdet es nicht glauben, er hatte selbst Auftritte bei den drei Fragezeichen, kleine Gastauftritte und hat damit quasi die Folgenbereiche, die ja dann nicht mehr so toll waren, ne? Die neueren sind ja nicht mehr so toll. Genau, sehr witzig. Was ich gelesen habe, aber das kann durchaus sein, der Mann war ja auch über 80, ist, jetzt habe ich ihn hier. Moment, ich hole ihn lieber gleich mal rein. Ja, genau. Rainer Brandt, das ist natürlich eine absolute Legende gewesen. Ja, ohne ihn wäre das deutsche Kino bestimmt nicht so erfolgreich gewesen, wie man ja bei Bud Spencer, Terence Hill, Louis de Funès oder auch bei der Krimiserie Die Zwei mitbekommen konnte. Das ist ja alles aus seiner Feder geflossen und er hat sich dann auch gedacht, irgendwie ist das alles ein bisschen langweilig. Und dann hat er halt einfach ein bisschen rumexperimentiert und das hat eingeschlagen und ein Wahnsinns-Siegeszug wurde dann losgetreten und ohne seine Drehbücher wären die Bud Spencer und Terence Hill Filme, die man natürlich jeder kennt, wären bestimmt nicht so gut angekommen, wie wenn man sie jetzt 1:1 aus dem Original übersetzt hätte. Und das ging dann direkt über in dieses Fußballballett, nee, nicht dieses Fußballballett. Der hat was anderes gemacht beim aktuellen Sportstudio.
ich weiß jetzt nicht genau, wie das, aktuelle Sportstudio Spezialkamera hieß das, glaube ich, wo er einige Spieler und Trainer auf der Bank dann gesehen hat und dieses Videomaterial hat er sich dann zuspielen lassen und hat daraus einfach so eine kleine Comedy-Show gemacht, als kleine Auflockerung, als Abwechslung. Und das ist ebenfalls richtig gut angekommen. Also ich kann zu Rainer Brandt eigentlich nur sagen, dass ich echt traurig bin. Oder ja, als du mir diese Nachricht dann geschickt hast, ich habe das so gar nicht mitbekommen. Ich habe ein paar Interviews mit ihm gesehen, auch eine Biografie im Fernsehen von ihm gesehen. Und ja, jetzt ist er einfach nicht mehr da. Aber er hat seine Frau und seine beiden Kinder, die ebenfalls noch in der Synchronarbeit tätig sind. Und das sollte uns doch ein bisschen Mut, ein bisschen Hoffnung geben, dass so sein Erbe von diesem ja, sogenannten Schnodderdeutsch, wie seine Synchronarbeit hieß, dass das irgendwie weitergeführt wird. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ganz bei dir. Ich habe noch einen Bericht in der SZ, in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass man wohl vor einigen Monaten versucht hat, so eine Art Neusynchronisation einer Folge nochmal zu probieren, just for fun, wegen irgendeinem Jubiläum, aber er es eben nicht mehr konnte. Aber dazu muss ich sagen, der Mann ist über 80 und irgendwann ist halt auch Schicht im Schacht. Und ich meine, welcher Maurer mauert noch mit 80? Ja, und da muss ich wieder sagen, Horst Naumann, ja, wir sind so zufrieden, ihn im Dezember zum allerletzten Mal, bevor er gestorben ist, in der Weihnachtslesung erlebt zu haben. Aber auch er hat einen Verschleiß an der Stimme gehabt. Also ich musste 2-3 Mal hinhören, um ihn zu erkennen. Ja, das ist einfach so. Und wenn man jetzt über 80 ist, hat man vielleicht nicht mehr die Sprüche. Oder, was meinst du, René? Ja, und das zeigt dann auch, dass die deutsche Synchronisation einfach die beste der Welt ist. Nicht nur durch Rainer Brandt, der das alles so ein bisschen ins Komödiantische geschrieben hat. Aber es ist halt die Frage, wie kommt das denn heute noch bei den Leuten an? In den 70ern und 80ern war es ein Magnet, um Leute vor den Fernseher zu holen, um Leute ins Kino zu holen, weil die wussten ja auch, hey, es kommt ein neuer Film mit Diffiné oder mit Tony Curtis, mit Bud Spencer und Terence Hill. Und die Leute wussten, dann lachen wir. Wir lachen nicht nur über den eigentlichen Film, sondern eigentlich lachen wir mehr über die Sprüche, die Rainer Brandt da exzellent in den Film eingearbeitet hat mit seiner Synchronarbeit und mit seiner Regie, Synchronregie. Ich will es hoffen, dass es jetzt nicht so einen starken Bruch gibt, wie es ja bei manchen Schauspieler-Synchronrollen ist. Wenn die halt nicht mehr leben oder nicht mehr können, dann ist dieser Film einfach nicht mehr so gut oder dieser Schauspieler wird nicht mehr so gut synchronisiert. Und dass es dann so einen Bruch gibt und wirklich einen Abfall in, wie soll ich sagen, im Hörgenuss, sage ich jetzt einfach mal, weil es waren wirklich Hörergüsse, die man da durch ihn und seine Mitarbeiter bekommen hat, dass es da keinen großen Bruch gibt in dieser Kontenance und dass andere Synchronregisseure und Synchron-Drehbuchschreiber sich an ihm ein Beispiel nehmen und das dann auch fortführen, auch wenn es jetzt keine Spencer und Hill Filme mehr gibt. Aber es gibt ja noch andere tolle Komödienschauspieler und dass sowas dann auch
auf diese neue Zeit produziert oder projiziert wird. Man kann diese alten Sprüche bestimmt nicht mehr 1:1 jetzt ins Kino holen. Die muss man dann schon ein bisschen modifizieren. Aber dass so dieser humoristische Geist weiter lebt und dadurch auch so ein bisschen sein Vermächtnis, sein Erbe, was gute und witzige Synchronarbeit angeht, das wünsche ich mir, dass es so weitergeht und dass man halt entsprechende Schauspieler und deren Dialoge findet, wo man sowas auch einarbeiten kann. Also mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, immer so ein bisschen Rainer Brandt noch herauszuhören bei neueren Filmen. Habt ihr eine bestimmte Synchronrolle im Kopf von ihm? Zum Beispiel Jean-Paul Belmondo, ja? Er hat ja nicht nur Tony Curtis synchronisiert. Er war ja auch Jean-Paul Belmondos deutsche Stimme. Er war Brad Harris, ja, dieser Kommissar X. Da gab es ja diese irren Filme, die grünen Hunde, der blaue Panther, die goldene Schlange. Er war aber auch George Hilton in den Spaghetti-Western, Django, Jean-Louis Trintignant. Da gab es so viele. Er war sogar John Lennon in Yeah, 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 dem Beatles-Film. Oder Elvis Presley. Und zwar in fast allen Elvis Presley-Filmen. Franco Nero. Also das hört kaum auf. Natürlich auch Tony Curtis in mehr als nur die zwei. Und er hat sogar Mario Adorf in Winnetou synchronisiert. Warum auch immer. Vielleicht klang es ja dann ein bisschen lustiger. Und er war Antonio Sabato. Das ist ja auch ein Westernheld. Es ist erstaunlich. Hast du, lieber René, eine Lieblingssynchronstimme? Also außer die Stimme von Tony Curtis. Meine Güte, jetzt kriege ich hier das Zittern. Synchronstimme. Also außer. Oh, da gibt's viele. Von, ja, ganz oben, das habe ich schon zigfach erwähnt, das ist natürlich Arnold Marquis. Es gibt viele, viele, die ich so als Kind schon kenne. Wolfgang Hess oder Martin Hirte. Heute ist alles austauschbar, weil es austauschbar sein muss. Wenn eine Stimme halt nicht mehr funktioniert oder nicht mehr da ist, dann muss die nächste ähnliche Stimme kommen, damit es halt keinen Bruch gibt. So. Und das ist das Problem. Es gibt viele gute Synchronsprecher, Männer wie Frauen, aber viele klingen nicht mehr so einzigartig. Sie haben schon ihren besonderen Charakter, der aber schnell oder sagen wir mal einfach zu kopieren ist. Ist natürlich alles eine Geldsache, das von welches von Hollywood dann auch verlangt wird. Und die Synchronarbeit mit einzigartigen Sprechern, die wertet für mich einen Film nochmal um einiges auf. Wenn das alles gleich klingt, ja, dann ist das nichts Besonderes mehr. Obwohl der Film gut ist, man kann ja auch sagen, das Ohr sieht oder hört mit. Ja. Und wenn es wirklich alles gleich klingt, dann ist das nicht mehr dieses cineastische Vergnügen oder das filmische Vergnügen, was man noch in den 70ern und 80ern und auch noch bis in die 90er hatte. Kopfkino bei Hör mal zu. Danke für dein Like.